und willkommen zu einem weiteren Kartenpreview des großen Turniers. In diesem Video schauen wir uns als erstes den Paladin an und da hätten wir als erstes die Zauberkarte Competitive Spirit, eine Zauberkarte bzw. ein Geheimnis und ja, das hat folgenden Effekt. Wenn dein Zug beginnt, bekommen deine Minions alle 1+1. Da ist jetzt die Frage, das ist quasi ein verspäteter Buff. Und denke ich mal, wenn dieses Secret ausgelöst wird, die wird ja dann zum Anfang des nächsten Zuges ausgelöst, wenn man denn der Gegner denn die eigenen Minions entfernt hat, geht die Karte ins Nichts. Und die funktioniert ja auch bloß einmal, sprich bufft nur einmal alle Minions. Also es ist wirklich eine Karte, die wirklich situationsbedingt abhängig ist davon, dass und auch davon abhängig ist, dass der Gegner nicht die ganzen Minions vom Board nimmt. Ja, kann eine ziemlich starke Karte sein, wenn man es mit in ein Tempo-Paladin-Deck baut, ansonsten eher schlecht. Machen wir mal weiter. Als nächstes kommt dann Enter the Colosseum, eine 6-Mana-Kosten-Zauberkarte. Zerstört alle Minions außer die Minions auf beiden Seiten, die den höchsten Angriffswert haben. Ist ja eigentlich auch scheiße, weil es ja auch die eigenen Minions zerstört. Wann spielt man so eine Karte? Ja, im Endeffekt, wenn der Gegner mehr höherwertige Minions hat als man selbst. Ja, um halt den Damage zu reduzieren, da reinkommt nächste Runde, aber ich weiß nicht. Ist eher bescheiden, die Karte. Und Kombinationsfähigkeit. Ich würde sagen, ist eher schlecht als recht die Karte. Machen wir direkt weiter. Ja, da haben wir eher eine lustigere Karte, die auch eher schlecht ist. Da hätten wir dann den Murloc Knight. Eine 4-Mana-Kostenkarte, 3 Angriff und 4 Leben. Mit dem Tag Murloc und dem Inspire-Effekt beschwört einen zufälligen Murloc. Wodurch im Endeffekt ein Murloc-Deck für den Paladin enabled wird. Das ist ganz vorsichtig gesagt. Da ja Murloc-Decks bedingt gut sind. Je nachdem, wie man sie spielt. Aber ich finde, das ist sehr schön, dass Blizzard nicht nur den Schamanen solche Karte gibt, sondern auch anderen Klassen die Möglichkeit gibt, einzigartige Murloc-Karten zu haben, damit die Spiele auch animiert zu werden, weg vom Hexer, ja, Schaman Murloc-Decks geht und auch andere Klassen ja, Murlocs versuchen, also Murloc-Decks zu bauen. Ja, Stats sind also 3-4 für eine 4-Mana-Kostenkarte ist eigentlich eher schlecht, da es ja schon ziemlich viele 3-Mana-Kostenkarten gibt, die ja auch 3-4er-Stats-Karten gibt, aber man muss halt beachten, dass die Karte jedes Mal beim Heldenfähigkeit-Einsatz einen Murloc beschwört und wenn man da jetzt, sagen wir mal, diese Karte Runde 6 spielt, den Murloc Knight quasi, ja, gespielt hat und dann die Heldenfähigkeit benutzt und dann einen Murloc Warleader bekommt, der alle Murlocs mit 2-2 bufft, wird aus dieser 3-4er-Karte quasi eine 5-6er-Karte, was ja doch ganz schön fett ist und nicht so leicht zu removen ist. Also in einem Murloc-Deck sehr gut, in allen anderen Decks, vielleicht in einem Tempo-Deck vielleicht noch interessant, dadurch, dass da ja zusätzlich noch ein Minion beschworen wird. Das könnte ja was bringen, weil da ja zum Beispiel auch Charger mit beschworen werden können, also hier der Bluegill Warrior und Old Murkeye. Ja. Also in Tempo und in Murloc-Decks denke ich mal interessant. Gut, und dann kommen wir zur vorletzten Paladin-Karte, den Mysterious Challenger, eine 6-Mana-Kostenkarte mit 6 Angriff, 6 Leben. Hat
zwei Effekte, oder eigentlich ein Effekt, hat einen Battlecry und diese Karte spielt quasi von allen Secrets, die man hat, eine Version aus. Also wenn man ein Secret-schweres Paladin-Deck spielt, denke ich mal interessant. Wobei man ja nicht beeinflussen kann, in welcher Reihenfolge die Secrets ausgespielt werden. Und das könnte mit und obwohl beim Paladin. Ja, beim Paladin selbst kann das eigentlich nicht so problematisch sein. Es ist eher, also beim Hunter wäre das problematisch. Ja, eigentlich nur beim Hunter wäre das problematisch. Also vergesst, was ich gesagt habe. Karte ist eigentlich nicht schlecht. Ein 6-6er Body, also für eine 6-Mana-Kostenkarte sind 6 Angriff und 6 Schaden eigentlich auch nicht schlecht. Also ist, denke ich mal, eigentlich eine sehr gute Karte, besonders wenn man ein Secret-Deck spielt. Und dann gehen wir mal zur letzten Paladin-Karte. Das wäre dann Seal of Champions, auch eine Zauberkarte mit ja, 3 Mana-Kosten. Und gibt einem Minion 3 Angriff und Divine Shield, was ja doch ganz schön heftig ist. Ist quasi eine Kombination aus ja, dem Gottesschild und Segen der Macht. Was beides zusammen. Warte mal, Gottesschild und Segen der Macht sind, glaube ich, zusammen 2 Mana, ne? Wieso kostet das hier 3 Mana? Das ist ja eigenartig. Gottesschild kostet 1. Segen der Macht kostet, glaube ich, auch plus 1, oder? Oder irre ich mich da? Ne, kostet 1. Die beiden zusammen. Ah, gut, es sind 2 Karten und das ist eine Karte. Aber ob es deswegen wert ist. 3 Mana zu kosten, ist fraglich. Naja gut, es spart im Endeffekt im Deck ein Slot. Muss man sehen. Okay, ja, und dann würde ich sagen, kommen wir als nächstes zum Priester. Da hätten wir dann als erstes eine legendäre Karte. Und zwar wäre das Confessor Paletress. Ja, ist eine 7-Mana-Kostenkarte mit 5 Angriff und 4 Leben und einem wahnsinnigen Inspire-Effekt. Und zwar, wenn man seine Heldenfähigkeit ausspielt, wird eine zufällige legendäre Karte beschworen. Was ja natürlich so so imbalanced ist, wie, ich weiß gar nicht, also was sie sich bei dieser Karte gedacht haben. Total übel. Wobei man aber auch sagen muss, für 7 Mana eine 4-Leben-Karte zu spielen, ist auch nicht sonderlich gut. Also man wird die Karte wahrscheinlich in Verbindung mit Divine Spirit oder Machtwort Schild? Ja, mit Machtwort Schild spielen, um halt die Lebenspunkte der Paletress zu erweitern. Oder halt mit dem Dark Cultist, der das Leben bufft. Damit sie dann halt 7 Leben hat, damit sie nicht so schnell removed werden kann. Und die Karte macht auch auf jeden Fall Sinn, erst Turn 9 zu spielen. Oder wenn man irgendwie die Mana-Kosten verringert hat, halt früher in Verbindung mit Heldenfähigkeit. Ansonsten ist die Karte eher schlecht, weil sie halt so schnell stirbt. Und das sollte sie auch, weil wenn sie das Board mit Legendaries vollknallen kann, Legendaries sind in der Regel relativ stark. Jo, okay, machen wir mal weiter. Dann hätten wir als nächstes Convert und das ist eine Zauberkarte und ja, fügt eine Kopie eines gegnerischen Minions in die Hand. So. Da steht jetzt, fügt die Kopie eines gegnerischen Minions auf Hand. Das steht nicht außer Hand und nicht aus dem Deck. Das heißt, diese Karte wird wahrscheinlich als Zielzauber gewirkt und man muss irgendwie ein Minion vom gegnerischen Board auswählen. Wobei da steht Put. Kann sein, dass wenn man diese Karte spielt, das Board, die Hand und das Deck zählen. Ah. Da bleibt abzuwarten. Oder halt eine Karte, die auf dem Board liegt. Schwer einzuschätzen, kann aber auch mitunter, wenn man eine gute Karte vom Gegner kriegt, sehr stark sein. Okay, als nächstes haben wir eine neue Power Word-Karte. Also eine Zauberkarte mit einem Mana. Und
Es heißt Power Word Glory. Und ja, das hat folgenden Effekt. Man macht da quasi einen Effekt auf einen Minion drauf und jedes Mal, wenn dieser Minion irgendwo angreift, ja, erhält der eigene Held 4 Leben. Also es ist im Endeffekt so ein Effekt wie der Paladin-Buff Seal of Wisdom. Ja, Seal of Wisdom war das, glaube ich, was er jedes Mal eine Karte zieht, wenn er mich ihn angreift. Nur, dass der eigene Held in diesem Falle um 4 Leben geheilt wird, was doch ganz schön stark ist. Also, es ist auf jeden Fall eine Karte, die dem Priester doch sehr starke Überlebenschancen gibt, wenn der Gegner die Karte nicht, also den Minion nicht schnell genug removed. So, dann kommen wir als nächstes zu einem Minion, und zwar ist das der Shadow Fiend, kostet 3 Mana, 3 Leben hat und 3 Angriff. Und ja, hat folgenden Effekt: Wann immer man eine Karte zieht, wird die Kosten um einen verringert. Das heißt, wenn man diesen Minion auf dem Board hat, werden alle Karten, die man zieht, um einen Mana-Kosten verringert. Was ja, denke ich mal, doch ziemlich stark ist, besonders in Verbindung mit Professor Peltres. Und wenn man theoretisch 2 Shadow Fiends auf der Hand hat, werden die Karten, die man zieht, um 2 Mana verringert. Was natürlich recht übel ist. Wenn man sich das überlegt, in Verbindung mit der Paletress, die würde dann quasi 5 Mana kosten, was ja doch ganz schön übel ist. Ich denke mal, in Verbindung mit anderen Karten kann es durch diese Karte zu sehr interessanten Kombinationen kommen. Also für mich auf jeden Fall eine interessante Karte. Vielleicht nicht gut von den Stats her, aber der Effekt ist auf jeden Fall sehr geil. Und sofern man, ich denke mal, hier ist auch wieder so eine Pi mal Daumen-Regel, wenn diese Karte mehr als 2 Karten die Kosten verringert, dann hat die Karte ihre Kosten raus. Gut, und dann machen wir mal weiter. Als nächstes hätten wir eine 4-Mana-Kostenkarte, Spawn of the Shadows, eine, ja, eine Minion-Karte mit 5 Angriff, 4 Leben und den Inspire-Effekt Deal 4, also fügt dem gegnerischen Helden 4 Schaden zu. Puh, was ja doch ziemlich fett ist. Das ist quasi ein Schattenboxer, aber der nur auf den gegnerischen Helden hauen kann. Und 4 Schaden ist schon ganz schön fett. Allerdings durch die Statline, die ja eigentlich ein umgekehrter Yeti ist, sprich mit 4 Leben und 5 Angriff, stirbt sie doch relativ schnell. Wird aber, denke ich mal, auch eher im Mid- oder Late-Game gespielt, also mindestens in der Kombination mit einer Heldenfähigkeit, weil die 4 Schaden ja doch im Late-Game vor allem entscheidend sein können. Wenn man hier ein oder zwei Casts rauskriegt, ist die Karte auf jeden Fall extrem stark. Ansonsten, wenn man keinen Cast rauskriegt, ist die Karte eher schlecht. Dadurch, dass sie halt bloß 4 Leben hat und relativ schnell removed oder weggetradet werden kann. Okay, kommen wir mal zur letzten Priesterkarte. Und zwar wäre das der Wurmrest Agent. Ja, kostet 2 Mana, hat ein Leben und ein Angriff und 4 Leben. Und hat folgenden Battlecry-Effekt. Wenn man einen Drachen auf der Hand hält, erhält diese Karte einen Angriff und Taunt. Also, wenn man ein Drachenpriester-Deck spielen sollte, kann aus dieser Karte in Runde 2 quasi ein 2-2-4er werden. Was ja wohl extrem stark ist. Als Priester saugeil, er kann dadurch mindestens, ja, sagen wir mal, 2 Early Game Minions wegtraden und wenn der Priester ja natürlich auch seine Heldenfähigkeit benutzt, ihn wieder hochheilen, was ja mit 4 Mana relativ gut gehen sollte, dadurch, dass er ja nicht so leicht stirbt. Im Early Game jedenfalls und in Kombination wieder mit Divine Spirit und Inner Fire Gedöns, ja, auch wieder zu interessanten Sachen führen könnte. Okay, dann kommen wir mal als nächstes zum Schaman. Da haben wir diesmal bloß 2 Karten. Und zwar hätten wir da als erstes eine Zauberkarte, Elemental Destruction. Ja, und ja, diese Karte ist quasi ein AOE, der auch mal wieder die eigenen Minions trifft.
Und ja, macht 4 bis 5 Schaden an allen Minion und überlädt einen selbst mit 5 mit 5 Mana. Also ist das im Endeffekt eine 8-Mana-Kostenkarte. Gut, macht auch Sinn, weil sie im Endeffekt theoretisch einen Schaden mehr machen könnte als ein Flamestrike. Allerdings mit Zauberschaden auf dem Board doch relativ stark werden könnte. Jetzt ist die Frage, wann spielt man die Karte? Man kann sie Turn 3 spielen, ist aber im nächsten Turn auf jeden Fall überladen. Und ein Lavashock kann man nicht spielen, selbst mit Coin nicht, weil man durch Coin bloß einen Mana dazu kriegt. Wann wäre es sinnvoll, die Karte zu spielen? Ja, Turn 4 wäre das vielleicht möglich. Nee, auch noch nicht. Turn 5. Wenn man in Turn 5 diese Karte spielt, dann hat man in der nächsten Runde theoretisch 6 Mana. 5 davon sind gelockt, weil sie überladen sind. Man könnte dann aber mit Coin und Lavashock die gelockten freischalten. Das würde als Kombination gehen. Ansonsten ist die Karte ja doch eher Late Game, wobei im Late Game, selbst in Runde 10, das ziemlich nachteilig sein kann, wenn man diese Karte spielt. Wenn man dann in Runde 10 quasi 5 Mana gelockt ist, ist doch schon ganz schön übel. Naja, bleibt abzuwarten, wie das ganze Meta sich entwickelt. Okay, machen wir mal weiter. Die letzte Schamanenkarte, die wir uns anschauen, ist dann der Mistcaller, eine Caller, eine Legendary-Karte, ja, mit 6 Mana-Kosten, 4 Angriff, 4 Leben und einem wahnsinnigen Battlecry-Effekt. Und zwar gibt diese Karte allen Minions im Deck und auf der Hand plus 1 plus 1. Ja, jetzt mag man sich ja denken, oh, das ist ja, was ist das? Der Effekt tritt nur einmal auf. Wenn man diese Karte aber in einem Bounce-Deck spielt, sprich hier mit dem jungen Braumeister, kann diese Karte doch relativ stark sein. Dann wären das schon plus 2 plus 2. Man muss aber bedenken, die Karte kostet 6 Mana. Wenn man sie nicht gerade mit Farsight zieht und somit die Mana-Kosten reduziert, im Late Game alle Karten, die man auf der Hand hat oder die im Deck sind, nochmal zu buffen, vielleicht nicht so sinnvoll oder bringt wahrscheinlich nichts mehr. Also die Karte würde sehr stark sein, wenn man die Mana-Kosten reduziert und sie dann ziemlich früh spielen kann, dass möglichst viele Minions davon profitieren. Okay, und dann kommen wir als nächstes zum Schurken. Und da hätten wir als erstes eine Zauberkarte, Beneath the Grounds. Ja, was macht die Zauberkarte? Ja, sie fügt drei Assassinations in das gegnerische Deck, also die Schurkenkarte für 5 Mana, die einen Minion zerstört. Und hat ja noch den weiteren Effekt, wenn der Gegner diese Karte, eine dieser Karten zieht, wird ein 4-4er Nerubian beschwört, quasi so einer, der aus dem nerubischen Ei kommt. Quasi als Counter für die Assassinates. Wobei man aber sagen muss, shit, du gibst dem Gegner ein Assassinate, oder eher gesagt sogar drei Assassinates in der Hand, was ja doch ganz schön übel ist. Also, die Karte, blah. Wenn man nicht gerade schon ja, im Vorteil ist, bringt einem diese Karte überhaupt gar nichts. Denn die Assassinates können ganz schnell den Vorteil wieder umdrehen. Okay, ja, schauen wir uns dann gleich mal die nächste Schurkenkarte an und das wäre der Buccaneer. Eine Piratenkarte, wie man ja vom Namen her auch schon ableiten kann. Kostet ein Mana, hat zwei Angriff und ein Leben. Und ja, wann immer man eine Waffe ausrüstet, erhält diese Karte plus einen Angriff. Jetzt ist die Frage, gilt das auch für die Heldenfähigkeit? Wahrscheinlich. Ja, ist denke ich mal auch eigentlich nur eine Karte, die man in Verbindung mit anderen Piraten spielen sollte. So wie sie ist,
dadurch, dass sie bloß ein Leben hat, stirbt sie halt zu schnell und braucht dann wirklich die Kombination von anderen Piratenkarten, die halt auch das Leben buffen. Ansonsten ist die Karte eher schlecht, würde ich sagen, da sie halt relativ leicht durch Heldenfähigkeiten beseitigt werden kann. Okay, kommen wir zur vorletzten Schurkenkarte. Das wäre dann der Shady Dealer, eine 3-Mana-Kostenkarte mit 4 Angriff, 2 Leben. Diese Statline haben wir ja schon sehr oft jetzt mittlerweile gesehen und hat folgenden Battlecry-Effekt. Wann immer man ein. Oder wenn man einen Piraten auf dem Board hat und diese Karte quasi ausspielt, dann erhält dieser Shady Dealer plus 1 plus 1, was quasi heißt, man spielt für 3 Mana einen 5-4er Minion aus. Was ja natürlich doch schon ganz schön fett ist für 3 Mana. Diese Karte ist allerdings kein Pirat, also profitiert die nicht direkt durch Piratensynergien, aber wenn man halt einen Piraten auf dem Board hat, ein 5-4er ist schon ziemlich stark im Early Game. Puh, ja. Damit kann man dann bestimmt gut Druck aufbauen. Okay, und dann kommen wir mal zur letzten Schurkenkarte. Und zwar ist das der Undercity Valiant. Kostet 2 Mana, hat 3 Angriff und 2 Leben. Ja, eigentlich auch eine ganz normale Statline für eine 2-Mana-Kostenkarte und hat einen Combo-Effekt. Und dieser fügt einen Schaden zu. Also so wie das aussieht, ist das quasi wieder so ein Target-Minion. Also man spielt irgendeine andere Karte, dann spielt man diesen Minion und dann kann man ein Ziel auswählen, das einen Schaden erleiden soll. Man könnte diese Karte in Verbindung mit Enrage-Karten spielen, um eine eigene Karte zu enragen, oder halt als Removal oder als Damage-Karte, je nachdem, um den Gegner direkt ins Face zu gehen oder halt einen Minion anzupingen. Ja, ich denke mal, abhängig davon, wie man diese Karte kombiniert, wird sie halt gut oder schlecht. Okay, und dann kommen wir mal zur letzten Klasse und das wäre dann der Hexenmeister. Dort hätten wir 4 Karten. Okay, fangen wir an. Als erstes hätten wir da Dark Borgen, eine Zauberkarte für 6 Mana. Und ja, zerstört 2 zufällige gegnerische Minions und wirft 2 eigene Karten ab. Ja, das ist doch. Dadurch, dass das 2 zufällige Minions ist, ist das, ja, Puh, schwer zu sagen, ob das gut oder schlecht ist. Allerdings, der Effekt, dass dies hier 2 Karten abwirft, ist wieder gut auf eine Art und Weise, da wir in einem der anderen Videos, wo wir uns die Hexenmeisterkarten angeschaut haben, eine Karte hatten, dass wenn man sie abwirft oder sie spielt, sie einem zufälligen Gegner 4 Schaden zufügt. In Kombination mit dieser Karte, denke ich mal, interessant. Sprich, das heißt, man kann 2 gegnerische Minions removen und dann auch noch zufällig 4 Schaden für Lau anrichten. Wobei man dann natürlich eventuell 2 Karten verliert. Ja, situationsbedingt, aber denke ich mal eine lustige Mechanik. Und dann mal zur nächsten Hexerkarte und das wäre die Fearsome Doomguard. Eine 7-Mana-Kostenkarte, die natürlich ein Dämon ist, hat 6 Angriff und 8 Leben, keinen weiteren Effekt, aber allein durch die Statline ist sie ein stärkerer Bullerfist-Oger. Und dadurch, dass es ein Dämon ist, gibt es ja natürlich dann auch wieder Synergien, wodurch diese Karte noch viel stärker wird. Also die Karte ist deutlich besser als ein Bullerfist-Ogre oder als ein War-Golem. Und in einem Demon-Lock-Hexer, so wie ich ihn ja sehr gerne spiele, ja, denke ich mal ein Must-Have. Okay, und dann kommen wir mal wieder zu einer lustigeren Karte. Tiny Knight of Evil. Das ist quasi ein Imp in Rüstung auf einem Fellhound. Sehr geil. Kostet 2 Mana, hat 3 Angriff, 2 Leben. Standardstats. Ist natürlich eine Dämonenkarte und hat folgenden Effekt. Wann immer man eine Karte abschmeißt, erhält diese Karte
plus 1, plus 1, was natürlich auch wieder in die Karte Dark Borgen reinspielt oder in die Doomguard, die ja beide Karten abwerfen. Ja, also in Kombination mit halt dieser Abwerfmechanik eine sehr gute Karte. Ansonsten, naja, Studline ist ja wie gesagt eigentlich eher Standard für einen 2-Drop, also ist die Karte eigentlich nicht schlecht, auch also vom Körper her, aber in Kombination halt mit Dämonensynergien oder halt der Abwerfmechanik doch eine sehr gute Karte. Und als letzte Karte, die wir uns anschauen werden, ist dieser Void Crusher. Eine 6-Mana-Kostenkarte mit 5 Angriff und 4 Leben. Natürlich einen Dämon. Und dem folgenden Inspire-Effekt zerstört einen zufälligen Minion von jedem Spieler. Oh nee, das kann auch ganz schön nach hinten losgehen, wenn man zum Beispiel selbst mal Mal'Ganis auf dem Board hat und der Gegner, was weiß ich nicht, und dann diesen Minion hat und seine Heldenfähigkeit benutzt, kann das sein, dass man entweder diesen Minion selbst zerstört oder sogar Mal'Ganis, was natürlich sehr, sehr übel für einen selbst wäre. Gut, was auch scheiße ist, wenn man nur diesen Minion auf dem Board hat und der Gegner das Board voll hat und dann die Heldenfähigkeit benutzt. Zerstört man den einzigen Minion, den man auf dem Board hat, damit selbst. Also, was eine Gammelkarte als Abschluss, ey. Ja. Uiuiui. Also, die Karte ist im Moment eher schlecht als recht. Vielleicht ergeben sich später nochmal irgendwie Synergien, wodurch die Karte besser wird, aber so wie sie ist, ist sie doch eher scheiße. Und mit diesem Downer werden wir denn mal das Ganze beenden. Und ja, damit hätten wir dann alle Karten des Add-ons uns angeschaut. Da es ja auch in den nächsten Tagen rauskommt, denke ich mal, gibt es ja da keine großen Überraschungen mehr. Ja, und dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye!